Hallöchen, wenn du das hier siehst, das ist ein Re-Upload der letzten Folge von The Last of Us. Hat den einfachen Grund, die GEMA hat uns den letzten Part weggenommen, weil am Ende Musik kam, die die GEMA wohl nicht mochte, beziehungsweise die wohl nicht in meinen Videos verfügbar ist, und deswegen ist in dieser Folge das Ende weggeschnitten, sodass ich nicht meine Meinung zu dem Spiel sage. Ist zwar jetzt ein bisschen schade, aber man sollte sich das Video wenigstens anschauen können. Deswegen, viel Spaß. Hallöchen, meine Freunde. Mein Name ist Thomas Gerdon und willkommen zurück zu The Last of Us. Hier waren wir zwar nicht in der letzten Folge stehen geblieben, aber wir wissen ja ungefähr, wo es lang geht. Und zwar hier rechts, glaube ich zumindest. Und zwar hier, genau, ja. Da war ja was, aber wir kennen ja alle. Ich komme, Ellie. Okay. So langsam aber sicher kannst du wieder weggehen. Wir kennen ja so alle die Speicherpunkte hier im Spiel und die sind nicht sonderlich grandios. Okay. Wie genau wir das Ganze jetzt anstellen werden? Ich habe null Ahnung. Die zielen sogar hier schon auf die Tür hin. Das heißt, wir müssen irgendwie improvisieren, aber das können wir gut, das können wir gut. Kein Stress, kein Stress. Keine Panik auf der Titanic? Doch, Panik auf der Titanic. Okay. Solange die sich nicht hierhin bewegen, ist eigentlich alles gut. Jetzt müssen wir denken. Wie stellen wir das Ganze an? Wir können theoretisch gesehen jetzt eine Nagelbombe werfen und die alle zu uns locken. Dann sind alle down. Oder zwei. Je nachdem. Oder wir stürmen einfach rein, was extrem dumm wäre, weil wir das schon in der letzten Folge getan haben und wir haben megamäßig kassiert. Oder... Nee, es hat keinen Sinn, es hat keinen Sinn. Wir können auch nicht auf ihn zielen, weil er alle zwei Sekunden nach links oder rechts schaut. Und dabei schaut er immer wieder nach vorne. Okay, wir denken mal nach. Das ist extrem schwer. Das ist mehr als extrem schwer. Okay, wir denken nach, wir denken nach. Wir haben Zeit. Haben wir eine Flasche, wir haben einen Backstein. Backstein bringt uns nicht viel. Vor allem zähle ich momentan mindestens 5 Dudes. Gegen 5 dürften wir eigentlich ankommen. Aber trotzdem kann das Ganze schwer werden. Okay, ich habe eine Idee. Sieht er das, wenn ich da eine Nagelbombe hinwerfe? Bestimmt. Der ist ja nicht blind. Oder auf den Kopf gefallen. Auf den Kopf gefallen eventuell als Kind. Aber blind ist er sicherlich nicht. Was war das? Das war da drüben. Okay. Die Nagelbombe habe ich extrem schlecht platziert. Ah, ich Vollidiot. Ja, wollt ihr nicht nachschauen, was es war? Okay, Moment. Vorsichtig. Backstein. Was war denn das? Das war ein Backstein. Ja, einer geht nachschauen, einer geht nachschauen. Eventuell macht es gleich Boom. Es macht keinen Boom. Warum macht es nicht Boom? Es muss Boom machen. Geh doch nach... Okay, wir brauchen Plan B. Plan B wäre jetzt, ich hole noch einen Backstein. Wenn hier irgendwo ein Backstein liegen würde. Und mit diesem Backstein... werde ich ihn weglocken und dann werde ich versuchen, dort an die Seite zu kommen. Aber wo kann hier ein Backstein sein? Ich glaube es nicht. Das allererste Mal, dass wir jetzt wirklich einen Backstein hier im Spiel brauchen. Aber wir haben keinen Backstein. Das ist schade. Sorry, ich musste kurz einen Cut sitzen. Also ich habe Heuschnupfen und Frühling ist momentan. Ich glaube, da weiß man ungefähr Bescheid, was da so los ist. Okay. Ihn müssen wir vernichten. Aber wie? Mit dem Bogen, aber es ist unmöglich, irgendwie zu zielen. Da er immer wieder nach vorne schaut. Ja, er wird uns sehen, er wird uns sehen. Aber wie sollen wir das denn anstellen, verstehe ich nicht so ganz. Ich muss hier rüberkommen.
Aber wie? Ach Mann, es hat keinen Sinn! Yolo! Ey, Yolo hat ja geklappt! Ist ja nice! Das ist extrem cool! Dass es klappt, damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ach so, es sind mehr als 5. Ne, es sind 5. Oh, wie sollen wir die denn angreifen? Verstehe ich nicht so ganz. Oh. Nummer 1 ist down. Cool. Jetzt müssen wir nur noch den down bekommen. Das nächste Problem ist, auch hierhin guckt ihr. Die sind klüger geworden, die Gegner. Das muss man schon zugeben. Die wissen jetzt ungefähr, aus welchen Richtungen wir kommen können. Oh oh. Ich glaube, er hat gemerkt, dass sein Kumpel down ist. Hat das gemerkt? Da liegt eine Leiche, Mann. Zähl bitte 1 und 1 zusammen und geh hier hin. Komm, bitte geh ein bisschen Stück. Geh ein Stück nach links. Geh ein Stück nach links. Ah, es dauert Ewigkeiten. Kann es sein, dass du extrem zurückgebildet bist? Ah, fuck. Okay, er bleibt da. Er kommt hier hin. Es sind mehr als 5. So langsam aber sicher bekomme ich Panik wegen dem da. Wenn der reinkommt, dann haben wir ein Problem. Ein großes Problem sogar. Wir müssen irgendwie vorbeikommen. Wir müssen die noch nicht mal töten, aber... Achso, danke, dass du nachlädst. Ist nett, ist nett. Wechseln trotzdem mal zum Bogen. Wenn ich den irgendwie platt machen könnte, würde mein Gewissen sich schon mal einigermaßen beruhigen, beziehungsweise mein Wohlgefühl. Wohlseinsgefühl. Kommen wir rüber. Wir zählen verdammt viele Dudes hier in der Nähe. Und die müssen wir alle erledigen. Hast du gesehen? Ich gehe da lang. Sieh da drüben da. Wenn der irgendwie platt gemacht werden könnte. Wäre wirklich optimal. Ist rechts einer? Nein, alle links. Ob das klug ist, was wir gerade machen? Da ist ja einer. Da ist einer. Jungs, geht da drüben nach. Ach du Scheiße, 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 ach du Scheiße. Ich bin tot. Wie habe ich das geschafft? Ich bin ein fucking Genius. Oh Mann. Ich fühle mich gerade wirklich wie beim Versteckspiel in der Grundschule. Da habe ich mich auch immer so gefühlt. Ist der tot? Ach, der ist tot. Oh, verdammt. Stech ihn, Mann. Oh, ich bin tot. Lauf, lauf, Joel, lauf! Ich hab gesagt, lauf, 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 lauf. Runter. Okay. Da habe ich mich aber erschreckt. Okay, ein Glück ist die Vollautomatik relativ schwach. Und deswegen haben wir das Ganze hier einigermaßen gut überlebt. Moment mal, er ist gerade woanders fokussiert. Verdammt! Er ist hier drin! Okay, tschüss. Wir verstecken uns jetzt hier. Okay, da werden wir wieder am Anfang. Ey, es geht momentan kaum voran, ne? Aber ich habe echt null Ahnung, wie wir die am besten erledigen können. Solange die nicht hier hingelaufen kommen, ist eigentlich alles gut. Aber warum hat ihn das nicht umge... Ach, seine Schutzkleidung.
Kommt er hier eventuell raus? Nein. So dumm ist der Typ auch nicht, glaube ich. Kommt er hier durch? Nein. In den Rücken. Der nächste ist down. Sehr nice. Der, der uns am meisten gestört hat, wurde damit eliminiert. Oder, wie ich so schön sagen, würde eliminiert. Eliminiert ist cooler. So, da waren es nur noch 1000. Ein paar haben wir ja schon erledigt, ein paar können noch kommen. Ich gehe hier lang. Okay, schön, schön. Teilt euch nur auf. Das mag ich. I love it. Okay, wir müssen sie alle einzeln eliminieren. Tut mir leid, der Flachwitz muss einfach kommen. Aber dafür dürfen uns die anderen nicht sehen. Deswegen müssen wir sie irgendwie in eine Ecke locken. Ich habe eine Flasche vorhin aufgesammelt, die können wir im Notfall benutzen. Wir können es auch theoretisch gesehen eine Nagelbombe benutzen irgendwie. Aber das würden die ja sehen. Ich gehe hier. Ihr Jungs, sucht da drüben. Ich zähle momentan 4. Und das, was ich gerade eben gemacht habe, dass ich hier hingegangen bin, war extrem dumm. Wisst ihr, warum das dumm war? Wenn ich jetzt einen mit einem Messer ersteche oder einen erwürge, dann sehen die es sofort. Und das ist das Problem, was wir momentan haben. Wo ist der andere hin? Okay, der ist da hinten. Den könnten wir nicht töten, weil die anderen ihn beobachten. Wir müssen näher ran. Nein, wenn wir näher rangehen, dann sieht uns der Typ da am Fenster. Boah, ist das Spiel schwierig. Da muss man echt nachdenken. Ich bin hier. Guck mal ein bisschen mehr nach da, wo eure Freunde gestorben sind. Das würde Sinn ergeben, aber... Ich werde hier suchen. Die Typen sind ja nicht so die hellsten. Da drüben nach. Mann! Ich hätte schneller abschießen müssen. Aber egal. Egal, egal. Klappt schon irgendwie. Vor allem kommen die nicht zu uns. Das finde ich cool. Die bleiben immer nur da an ihrem Fleckchen. Fleckchen. An ihrem Pünktchen und machen nichts. Rein gar nichts. Wo bist du? Solange wir den Bogen haben. Drecksack. Ich bin immer noch hier. Aber da ihr nicht so die hellsten seid, kommt ihr ja nicht darauf, dass ich irgendwo hier hinten sein könnte. Deswegen haben wir natürlich Vorurteile. Wir gehen noch ein bisschen näher ran. Seht da drüben nach. Ja, okay. Bitte seht hier mal nach. Ah, die sind momentan deutlich im Vorteil. Jetzt kommt der Showdown. Jetzt kommt der Showdown zwischen... Oh, doch nicht. Jetzt muss ich nachdenken. Eine Überraschung für mich? Hä? Oh, Scheiße! Geisel! Geisel! Runter, runter, runter! Ich hab runter gesagt, mach runter! Okay. Plan B. Gibt's Plan B? Nein. Okay, ich zähle 3. Wie sollen wir das schaffen? Ich könnte wegrennen. Nein, das kann ich nicht. Noch nicht. Hätte ich jetzt einen Molotow, das wäre natürlich... Warum habe ich den nie benutzt? Gott sei Dank. Ich habe zum allerersten Mal eine Rauchbombe benutzt und die sogar klug, oder? Ich habe die sehr klug benutzt. Nice. Da wir die nie benutzen mussten, wie sie ja mal benutzen, ne? Boah, wie lange bleibt der Rauch da? Ist ja richtig cool. Allerdings bringt uns das nicht viel, da wir selber dort drin kaum was sehen. Allerdings können wir die zum Abhauen benutzen, wie wir gerade gesehen haben. Gut, nice. Jetzt gehen wir wieder ran, aber ich weiß nicht, wie wir diese Situation klären sollen. Wir haben noch 3 Dudes. Der eine ist ja hier gefallen. Da ist einer. Ich sehe ihn ja, aber... Ich sehe in diesem Bereich nach. Ja, scheiße. Seht da drüben nach. Ich hätte wegbleiben sollen. Ich muss den kurzen Cut setzen. Meine Mutter kam in mein Zimmer rein und hat wie immer die Aufnahmesession gestört. Nice. Während so einer Situation kann das mal fatal enden. Und die Vollidioten machen wie immer denselben Fehler. Okay, Fehler nicht, die machen es klug.
Mist! Zum... Ich habe ihn leider nur gestriffen. Hey! So schnell kann man nicht zielen. Mann! Er ist ja tot! Er ist tot! Nice! Boah, ein Glück habe ich ihn geheadshottet. Aber mein Leben wird weniger und weniger. Ich könnte eine Nagel... Genau, Nagelbomben kann man ja... Rauchbombe! Rauchbombe! Okay, die haben mich schon wieder aus den Augen verloren, zum Glück. Aber wie soll ich das jetzt regeln? Wenn ich jetzt noch einen Down bekommen würde, dann hätte ich keine Probleme mehr, weil ich ihn dann von hinten nehmen könnte. Mit einer Waffe, mit dem Bogen, was auch immer. Ich versuche mal, die Nagelbombe jetzt offensiv einzusetzen. Wenn einer zurückkommen sollte, werde ich sie auf jeden Fall offensiv einsetzen. Ich werde die Nagelbombe auf einen werfen und dann macht's Boom. Genau das, was ich schon von Anfang an wollte. Es leben nur noch zwei. Das dürfte einfacher werden, oder? Ich meine schon. Einfacher als vier. Ich muss näher ran. Es gefällt mir nicht. Mir auch nicht. Ach, die sehen mich erst beim Werfen. Na dann. Hat das natürlich Vorteile. Was mir momentan nicht gefällt, ist, dass ich die beiden nie sehe, wenn die mal im Schusswinkel sind. Werfwinkel, Schusswinkel, je nachdem. Ah, das wird eng. Was machen die da? Kann es sein, dass das richtige Vollidioten sind? Es kann nicht nur so sein, es ist sogar so. Komm schon! Ich will nicht die ganze Folge damit verbringen zu zielen. Mann, wie soll ich das jetzt schaffen? Ah, ich will nicht sterben. In einen Schuss und wir sind weg. Vor allem da einer ein Jagdgewehr hat, das müsste ein Jagdgewehr für mich? Hä? Sein. Ja, hier eine Nagelbombe hätte ich als Überraschung, aber du willst ja nicht zu mir herkommen. Hä? Buss! Schön. Lebt der eine noch? Lebt der noch? Also der ist auf jeden Fall tot. Die sind beide gestorben. Ach, bitte, bitte, bitte. Was jetzt? Es sind doch alle tot, Mann. Komm schon. Weil ich alle töten wollte. Okay. Ob wir das überleben werden, keine Ahnung. Hoffentlich finden wir noch irgendwo Leben. Bitte finden wir Leben. Leben? Ich brauche Leben. Und kein Marlenes Aufzeichnungsgerät. Nein, das brauche ich nicht. Ich brauche Leben. Denn wenn mich jetzt jemand angreift, ich bin tot. Das ist Ellie! Bitte, 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 bitte! Oh man! Ich bin sowas von tot, wenn ich da reingehe, oder? Ja, ich bin sowas von tot. Großer Gott! Doktor? Was machen Sie hier? Wonach sieht's denn aus? Ich gebe sie Ihnen. Nein! Sie widerliches Schwein! In die Was Nüsse. Was haben Sie vor? Das so, Ellie. Ellie, komm, ich habe jetzt alle umgebracht. Ich hab dich. Ich hab dich. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Mist. Zurück! Okay, wohin, 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 wohin? Hier lang, hier lang. Mist.
Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Was haben wir jetzt getan? Das war die gute Entscheidung. Die bessere auf jeden Fall. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Sie haben aufgehört nach einem Heilmittel zu suchen. Wir fahren nach Hause. Normalerweise soll man nicht lügen, aber in diesem Fall... Tut mir leid. Warte! Tu das nicht! Bitte. Du würdest ihr nur folgen. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Okay. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Ja, okay, geh durch. Pass auf deinen Kopf auf. Dann wo wir hinkommen? So, ich hab es. Ich bin doch schon alt. Ich hab's dir noch nicht erzählt, aber Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest dir gefallen. Ja. Oh. Schau mal da. Wir sind fast da. Sind wir jetzt wieder bei dem Bruder von Joel oder wo genau gehen wir hin? Es ist nicht mehr weit. Wie komme ich jetzt hoch? Hilf mir. Hier, ich helfe dir. Gib mir deine Hand. Okay, na komm. Hey, warte. Ach. Damals in Boston. Als das mit dem Biss war. Da war ich nicht allein.
Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert. Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör es mir. Aber es... Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's.